okay? You mean aside from being lost in the woods, attacked by psychopaths, and watching two of my best friends die? Yeah, I'm Peachy. Sorry I asked. So, is it this bad everywhere? Man, I hope not. We got some survivors back at the ranger station that seem to know what's going on, but we didn't have time for orientation. Well then, let's get the hell back there. You wanna take point, or should I? Drücke, um die Missionsangelegenheiten anzuzeigen. You wanna know what worries me? They're setting up an infirmary in there. Like, why aren't they taking these people to a hospital or something? I don't know, man. Whole situation is pretty messed up. You think? What's next? Razor wire, guard towers? Wechsel zu Maya Torres und lass Markus ausruhen. Dadurch regenerieren sich Vitalität und Ausdauer vollständig. Ach, guck mal an, siehst du? Kommst du jetzt mit? Ah, ich kann jetzt zwischen Maya und Markus umschalten. Das wäre cool. Das heißt, wenn ich irgendwo noch wegkomme, so gerade mit dem letzten bisschen Leben, dann wechsle ich auf den Charakter. Und dann kann Markus sich ausruhen. Das wäre cool. Ich brauche die Karte nie anzeigen. Wir gehen jetzt zurück zum Forsthaus Falkenau. Da habe ich zwar nie geguckt, aber ich fand den Namen immer geil. Okay, meine Freunde haben das leider nicht da hoch geschafft. Das ist ein bisschen scheiße. Das heißt, die laufen jetzt wie die Irren durch die Gegend. Ah, hier wird mal langsam mal dran. Ah, da kommen sie her. Da ist Ed. Wo ist Maya? Ed, was für Maya gelassen? Du kannst die Frau nicht einfach alleine lassen. Oh, es wird dunkel. Ah, noch brauchen wir keine Taschenlampe. Oh, oh, ich glaube, wir beeilen uns besser, dass wir zu Hause sind, bevor es stockfinster ist. Oder ist das schon das... Nee. Also noch ist ja ein bisschen hell. Gefällt mir ziemlich gut bisher, das Spiel, muss ich sagen. Also auch so, dass man dann halt eine Gemeinschaft hat, um die man sich kümmern muss, finde ich fett. Oh oh, hinter uns. Genau so lübt das, Leute. Die hat ein Beil. Coole Statten. Kommt schon, Leute. Ja, Taschenlampe anmachen. Keine Ahnung, werden Zombies davon angelockt? Wenn ich jetzt hier so einmal durch die Nacht leuchte. Ohne Spaß, Kinders. Ey, das Spiel ist voll cool. Oh, da kommt schon wieder einer. Wo ist er denn? Da. Hallo. Halten fest. Okay, dann so. Naja, Einzelne sind scheinbar kein Problem. Sprich vor Beginn einer neuen Mission mit Maya, um die Charaktere zu wechseln. Aber dann, sollen wir das jetzt machen? Übernimmt die dann Orte im Inventar? Das machen wir einfach mal. Wechseln wir mal. So. Keine Verbindung zu Xbox Live. Ohne Verbindung kannst du nicht in die besten Listen eingetragen werden. Ja, da kann ich mit leben. Jetzt spielen wir Maya. Gucken wir uns doch Maya mal ein bisschen an. Sachlich Soldat, Adlauge. Fitness. Oh, 3 Geistesgegenwart, 2 Kämpfen, 3 Schießen. Coole Statten. Die hat aber weniger Stats als er hier. Kämpfe, Kraftpaket und Führungskraft hat er noch. Gewehr, 750er Forester. Außerdem hat sie ein kleines Backpack noch. Man übernimmt also nicht alles. Hui! Der Großwildjagd, eine 750er Forester mit 30 Schuss. Alter. Okay. Ich muss trotzdem irgendwie sagen, ich mochte Markus lieber. What's up? Bin ich denn jetzt schon regeneriert? Ne. Ja, zwar eine Waffe, aber na gut. So, bin wieder da. What the hell? I thought you said you had survivors holed up in here. They were fine just a minute ago. Well, obviously not anymore. Guys, come on. We gotta at least check the place. Somebody might have survived. Alter Schwede, die sind geraped worden.
He's gone. Yeah. Fuck. Poor bastard. Well, let's see if he's got a wallet on him or something. What the hell, eh? Alter Schwede. Check his ID, for Christ's sake. Ach so. Nein! Ed! Nein! Get it off! Get it off! Get it off! Help! That guy was dead. I swear to God, that guy, he was dead. How the hell does that happen? I don't know, man. Doesn't make sense. We can't stay here. Come on, let's grab what we can and get moving. Wie entkommen? Muss ich jetzt rennen? Das Haus hier ist scheinbar im Arsch. Guck mal auf die Map. Bis wohin muss ich denn? Da muss ich hin. Mount Tanner ist am Arsch. Zeit zu verschwinden. Da könnten wir natürlich versuchen, den Pickup zu nehmen. Where'd you come from, anyways? Me and a couple guys from the unit came up here to do some deer hunting. Are you in the army? You don't miss that, too. Anyway, we're on our way. Cyclops rushing us out of goddamn. What happened? You see Corpestrand? Do the math. Ja, ist ja gut. Die ist ganz schön angriffslustig. Was ist denn jetzt mit Ed? Ed ist verletzt. Was hat er denn? Zerfleischt. Ugh. Wird Ed jetzt auch zum Zombie? Jetzt müssen wir durch die Nacht laufen. Das finde ich aber nicht so prickelnd. Wie weit ist denn das? Das ist die Hauptstraße lang. Ich könnte nochmal versuchen, da bei dem Pickup immer zu reißen. Vielleicht hier mit X oder so. Vielleicht kann man die Tür ja aufbrechen. I don't know. I guess we just head to town and try to find somebody. Jesus, Ed, why did you do that? I don't know. I figured if he had a radio, there must be somebody on the other end. So you robbed a dead guy, and you expect his friends to help us out? Wait, who says they're his friends? I mean, maybe they didn't even really like the guy. Dad? Ach du Scheiße. Oh shit. Hello? Can you hear me? Who is this? Listen, we're stuck up here on Mount Tanner. My friend needs medical attention. Can you help us? Can you make it down to Spencer's Mill? Some of us are holed up at the church. If your friend doesn't look too dicey, we'll let you in. The church in Spencer's Mill. We're on our way. We'll try not to look too dicey. Ach du Kacke, da bin ich ja mal gespannt. Ja, wir haben den Schlüssel bekommen für den Pickup. Ich höre aber auch schon wieder Freunde. Erscheinen die denn? Ich muss mal darauf achten, ob die immer auf der Minimap erscheinen, sobald die mich gesehen haben. Hä? Passen denn überhaupt drei Leute da rein? Komm schon! Alter! Das steuert sich ja. Meine Fresse, ey! Langsam, langsam. Wenn man noch so ein Zombie da an der Seite kleben hat, dann Hau ab! Na, so schnell brauchen wir ja nicht fahren, dann mache ich die Karre nicht kaputt. Hahaha! Okay, vielleicht fahren wir doch. Ach du Kacke. Oh oh. Scheiße. Das habe ich überhaupt nicht gesehen, dass die Brücke kaputt ist. Okay, der Tomahawk geht langsam kaputt. Ach du Kacke. Ich habe überhaupt nicht gesehen, dass die Brücke im Arsch ist.
Stufe 3 kämpfen, alles klar. Scheiß die Wand an. Sehr schön. Oh Mann, ey. Wie episch. Erstmal die Karre da untersetzen. Ich habe eigentlich gedacht, wir sterben jetzt alle drei, aber okay. Wie lange dauert das denn jetzt? Doch, warte mal, das ist aber dann nicht die beschädigt. Heißt das, die macht schon nicht mehr so gut Damage, oder? Nehmen wir einfach mal die hier. Können wir die jetzt zerstören? Oh Mann! Warte mal, wie kommen wir denn jetzt am besten dahin? Auf der Map können wir natürlich nichts erkennen. Ich muss eigentlich da hoch. Ach du Scheiße. Oh man, it's a lot of crazies. What? Wie a lot of crazies. Hätte ich das denn geschafft, wenn ich mit mehr Gas darüber gefahren wäre? Ja, dann folgen wir mal hier dem Fluss, würde ich sagen. Incoming. Ja? Der da liegt oder was? Not now. Ach du Scheiße. Leute, bewegt eure Ärsche. Das werden einige gehört haben. Sehr schön. Oder war das vorbestimmt, dass ich da einen Abgang mache? We're headed your way. You said you were holed up in a church? What the hell's happening around here? You haven't heard? No cell reception at the lake. The bird is the word. Say we've been out of the loop. Started what, 12, 13 days ago? At first it was just weird stories on the news. Random maulings, violent incidents at hospitals, black helicopters in the sky. Just strange stuff. I guess they were trying to keep it quiet, but that didn't last too long. People figured it out pretty quick. People who die, they don't stay dead. They come back as one of those things. I told you that guy was dead. Seems like the only way to stop them for good is with a shot to the head. Anything else, they just keep coming. So you're saying those things are zombies? Nein. I don't know. Maybe it's some kind of messed up supervirus. Maybe it's radiation from outer space. Or black magic. Or the wrath of almighty frickin' God. Your guess is as good as mine. So, wait a minute. What's the government response to all this? Haven't they sent in the National Guard or something? The government? You don't get it. It's been total chaos. At first, they told us just to stay home, lock our doors, and wait for the all clear. Then the power died. No one ever sounded the all clear. Um mit der Tür anzugreifen? Wie geil ist das denn? Okay, jetzt müssen wir ein ganzes Stück fahren. Ich würde sagen, wir begeben uns auch sofort dahin. Einfach um mal eine Base zu haben. Haben wir eigentlich sowas wie Sprit? Oder fährt die Karre unendlich lange? Wahrscheinlich bis die kaputt ist. Hier stehen aber eine Menge Autos rum. Komm schon, kann ich einer mal links an der Straße stehen? Ich will den jetzt Türfisten. Oh oh, Tunnel. Tunnel ist nicht gut. Sind wir leiser, wenn wir langsamer fahren? So, how'd you end up on this frequency? Just lucky, I guess. It was pretty chaotic up at the lake. You're not gonna tell her? I don't know yet. Das Polizei war. Dad. You want to confess that we killed her father and stole his radio before they patch you up? Yeah, okay, maybe we leave that part out. Ja, guter Punkt. Und jetzt sind wir gerade durch.
Bams! Türchen auf, Türchen zu. So, und da ich die jetzt nicht unbedingt alle mitbringen will, die Affen da. Ah, die sind schon weg. Sehr gut. Licht lassen wir besser aus. Dann packen wir mal hier die Karre. Ah, das geht automatisch. Okay. Lily, did you invite these strangers? Good, you made it. That one doesn't look so good. Name's Ed. Pleased to meet you. Come with me, son. We'll see to those. Hat er die Tür aufgeknallt? We got enough trouble without bringing in another freeloader to use up all our medicine. Real nice, Alan. I offered them shelter. I'm letting them in. Us freeloaders have to stick together. Ich kann gerade nicht laufen übrigens. Also man kann die Kamera ändern, aber. God gave a tree stump. You're worse than your brother. Come on, I'll give you the nickel tour. Wuhu! Heiliger Bimbam! Hey, lass mich da rein. Tür zu. Immer die Tür zu machen, dann kennt man schon von Minecraft. Geh mal gucken, was denn hier in der Kirche so abgeht. Und Leute, immer die Tür zu. Using the radio to coordinate everyone. Okay, das sieht hier ein bisschen seltsam aus. Das hier war eine Kirche? Next up's the kitchen. Sam's our unofficial in-house chef, but well, there's only so much anybody can do with canned soup and pork rinds. Seriously though, rule number one, all the food stays in here and it stays sealed. You wouldn't believe how fast rats get into things otherwise. We learned that one the hard way. Oh, okay. Sleeping quarters? Hope you don't mind sharing. We're pretty tight on space here. Alan's been saying we should move to someplace bigger. But my dad's a carpenter, and he says we could build like a dorm room or something to get more space. How many people do you have here? I think you've met just about everybody, except maybe my brother and my dad. They're out scouting for supplies, I think. I haven't heard from them in a while. Rest easy, son. How do you feel? Like somebody took a weed whacker in my fucking neck. We may have something here for the pain, but I'm more concerned about this fever. Could be a sign of infection. We'll need to get Dr. Hansen out here. I'll see if I can get him on the radio. Thanks, I appreciate the hospitality. Do not forget to entertain strangers, for by so doing, some have unwittingly entertained. Der versorgt die Leute also. Ja, ich begleite ja schon Lily. Was möchtest du mir zeigen, Mädchen? Look, I didn't want to say this in front of your friend, but fever is a bad sign, especially after a bite. Pastor Will's going to try and get Doc Hansen to come down and take a look at him, but if he doesn't get some antibiotics, he's probably not going to make it. If it comes to that, I promise Alan will take care of him. Bullet to the brain before he turns. Oh, man. Jesus, Lily, he's not a rabid dog. Don't you get it? More of us didn't make it than did. We can't be soft-hearted about this. Not anymore. We need medicine here anyway. You can't be sick. You understand? Okay. No one can be sick. So that's it, huh? Nice to meet you. Would you prefer to be shot in the face or kicked out on your asses? No, it's... Okay, look. We're barely hanging on here as it is. Medicine was some of the first stuff to run out. We don't have any to spare for your friend. I'm sorry. That's just the way it is. What if I find some more? Will that help pay our rent? Yeah. Okay, sure. If you can find a place to get more medicine, I'll make sure your friend has a place to stay. His name is Ed. I know. If you need to resupply before you head out, check the locker. Nobody minds if you're getting shit done and you need extra stuff. Just don't take shit you haven't earned. Okay.